gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird. Ich sage Ihnen nicht, sehen Sie mal. Ich weiß, womit zu ringen ist, verehrte Herren, und ich weiß, dass man das mit gutem Gewissen tun kann, wenn man zugleich zu verstehen versucht, was die, mit denen man ringen muss, eigentlich bewegt und manchmal in manchen Beziehungen lähmt. Das gehört zu meinem Handwerk. Mehr bin ich zurzeit nicht mehr imstande zu tun. Aber der Republik wegen, die heute so in ein seltsames Wortspiel hineingeraten ist, und der Partei, die angetreten ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ein Deutschland zu schaffen, das die Wiederholung der Schrecken der Vergangenheit ausschließt, tue ich das. Ich danke Ihnen für